Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Warum bringen wir diesen Gesetzentwurf ein? Es sind ja drei Fraktionen. Ich bin der Piratenfraktion am Anfang sehr dankbar, dass Sie Ihren Gesetzentwurf zurückgezogen haben und sich unserem Gesetzentwurf angeschlossen haben. Ich glaube, das ist in der Sache dienlich und sehr hilfreich. Warum machen wir das? Weil wir bis zum Ende der Legislaturperiode jede Möglichkeit und jede Chance nutzen wollen, unseren Jugendlichen, den 16- bis 18-Jährigen hier in Nordrhein-Westfalen, an unserer Demokratie, dass sie alle partizipieren können an unseren demokratischen Spielregeln. Und das ist jede Mühe wert, und deswegen machen wir das. Wir machen das auch, weil wir ja hier in diesem Hohen Hause eigentlich eine politische Mehrheit für die Einführung des Wahlalters 16 haben. Die SPD-Fraktion ist dafür, Bündnis 90 Die Grünen, meine Fraktion ist dafür, die Piratenfraktion ist dafür. Das ist ja schon eine einfache Mehrheit. Wir haben in den Anhörungen, die wir gehabt haben in der Verfassungskommission, alle Sachverständigen, die wir gehört haben, und alle gesellschaftlichen Gruppen haben sich für die Herabsenkung des Wahlalters 16 für die Landtagswahl ausgesprochen. Wir haben da eine breite gesellschaftliche Mehrheit. Ich habe keinen Kommentar in den Medien, egal welches Medium, gelesen, das kritisch gegen eine Herabsetzung des Wahlalters mit 16 Jahren ist. Und warum gelingt es uns nicht? Und deswegen machen wir diesen Anlauf ja nochmal. Diese politische Mehrheit, diese einfache Mehrheit, die wir in diesem Hohen Haus haben, diesen Rückenwind aus der Gesellschaft, diese positive Kommentierung auch in der medialen Umgebung, in verfassungsändernde Mehrheiten zu überführen, das muss uns doch gelingen noch in dieser Legislaturperiode. Und es ist uns nicht gelungen in der Verfassungskommission, und da möchte ich den Kollegen Körfges unterstützen, letztendlich aus taktischer Motivation, weil wir hatten eine Blockade von CDU und FDP-Fraktionen. Und die Blockade entstand dadurch, dass beide Fraktionen nicht mehr eigenständig und selbstständig agiert haben in der Verfassungskommission, sondern sich zusammengeschweißt haben und nicht mehr einzeln abgestimmt haben, weil es gab ja durchaus Nuancen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir in diesem Beratungsprozess, dass die CDU-Fraktion und gerade auch die FDP-Fraktion wieder zu ihrer Eigenständigkeit und ihrer Selbstständigkeit zurückfindet, damit es in dieser Legislaturperiode doch noch eine Lösung gibt für die Einführung des Wahlalters mit 16 Jahren. Meine Damen und Herren, Jugendliche sind heute wesentlich selbstständiger als wie vor vielen Jahren. Sie sind heute wesentlich mobiler, sie sind kürzer an der Schule, sie sind kürzer an der Universität, sie sind auch früher Führerscheinbesitzer. Wir verlangen von den 16- bis 18-Jährigen heutzutage eigenmächtig die Zukunftsweichen für ihr persönliches Leben zu stellen. Wir verlangen teilweise, dass sie für das erste Semester an Universitäten, für Ausbildung, für Arbeit, die eigene Stadt, das eigene Elternhaus verlassen. Und wenn dem so ist und wenn wir ihnen doch so eine große Verantwortung schon in die Hand legen für ihr persönliches Leben, dann muss das doch auch möglich sein, dass sie die gleiche Verantwortung wahrnehmen dürfen bei der Gestaltung des politischen und gesellschaftlichen Rahmens in diesem Land. Das ist doch naheliegend, meine Damen und Herren. Ich werde nie verstehen, warum unsere Demokratie hier in Nordrhein-Westfalen Jugendliche ausschließen will. Ich werde nie verstehen, weil dahinter ist vielleicht eine Grundannahme, die ich nicht teile, sollen Jugendliche etwa politisch dümmer sein als Erwachsene? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, dem ist so nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP-Fraktion, wer politisch interessiert ist, ist das nicht erst mit 18 Jahren. Das fängt doch wesentlich früher an. Und Sie haben immer bisher argumentiert, und das war mein letzter Punkt hier, Sie haben gesagt, na ja, das muss man ja das Wahlrecht immer noch koppeln, einmal an die Geschäftsfähigkeit mit 18 Jahren und einmal mit der Strafmündigkeit, mit dem Strafrecht. Zur Geschäftsfähigkeit möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Diese Geschäftsfähigkeit mit 18 Jahren, die man hier bei uns im Land erlangt, dahinterstehend ist ein Schutzgedanke. Jugendliche sollen geschützt werden vor a. krummen Geschäften und b. sollen sie geschützt werden vor Vertragsabschlüssen, die sie nachher, weil sie es vielleicht nicht überblicken, schädigen. Es ist ein Schutzgedanke. Und beim Strafrecht ist das so, dass das volle Strafrecht erst mit 18 Jahren gilt, weil es eine gewisse Schutzfunktion hat, dass man nicht sofort die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommt.
Und deswegen, das kann man doch nicht übertragen, diesen Schutzgedanken auf das allgemeine Wahlrecht, weil wir müssen Jugendliche von 16 bis 18 Jahren nicht vom Wahlzettel fernhalten in Nordrhein-Westfalen. Sie sollen mitmachen dürfen in unserer Demokratie. Wir wollen sie einbinden, weil viele politische Bereiche, ich sage nur Schule und Sport, die betreffen natürlich die Jugendlichen hier ganz direkt auch in unserem Land. Sie sollen mitbestimmen dürfen. Und ich glaube, in einer alternden Gesellschaft braucht die junge Generation eine starke Stimme. Alles spricht dafür. Gehen Sie noch mal in sich, diskutieren Sie. Und ich hoffe, dass wir auch eine konsensuale Lösung am Ende des Tages finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus